Herzlich willkommen, liebe Retro-Freunde, bei unserem Rückblick auf Turrican 2. Die Turrican-Reihe gehörte zu den beliebtesten seitlich scrollenden Actionspielen überhaupt. Die hier zu sehende PC-Version erschien 4 Jahre nach den Homecomputer-Versionen für Atari, C64 und Amiga, nämlich 1995. Mit zu dem Bekanntheitsgrad der Reihe beigetragen hat die hervorragende Musik von Chris Hülsbeck, der zur damaligen Zeit auch viele andere Klassiker vertonte. Aber nun rein ins Spiel. Dieser schießwütige junge Mann im Stahlanzug, das ist Turrican, der sich hier gegen zahlreiche Feinde zur Wehr setzen muss, Extras einsammelt und möglichst versucht, am Leben zu bleiben. Turrican war schon damals ein vom Schwierigkeitsgrad recht heftiges Spiel. Sehen Sie es uns also bitte nach, wenn wir hier mit Tastatursteuerungen keine Glanzleistungen vollbringen. Die diversen Extras, die Turrican da aufsammelt, die bringen ihm natürlich eine erhöhte Schusskraft und verschiedene andere Möglichkeiten, sich zu wehren. In den oftmals sehr verwinkelten Levels gilt es unter Zeitdruck, den richtigen Ausgang zu finden. Das ist natürlich Stressfaktor pur. Höhepunkte sind Kämpfe gegen diverse Zwischen- und Endgegner. Hier legen wir uns gerade mit diesem riesen Alien an und setzen unsere Smart Bomb ein in Verbindung mit Turricans Fähigkeit, sich in einen Zackenstern zu verwandeln. Und machen dem Bösewicht auch so ganz ordentlich Schaden und Sie werden gleich sehen, gleich ist er aus dem Weg geräumt. Weitere Infos und Anekdoten zu Turrican lesen Sie übrigens im passenden Artikel im Heft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unseren restlichen Videos.